Ich rufe dann auf den Tagesordnungspunkt 76, die Aktuelle Stunde, Fraktion der AfD, sogenannte Chancenaufenthaltsrecht der Ampel usw., so weiter, Drucksache 20-8808. Beginnt der Kollege Lambrou, der Fraktionsvorsitzende der AfD. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, es geht heute Morgen um das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD. Der etwas infantile Name lässt das Gesetz zunächst wenig bedrohlich erscheinen. Es ist darin sogar von einer Rückführungsoffensive die Rede. Im Kern wird mit diesem Gesetz aber versucht, die Herrschaft des Unrechts, wie der frühere CSU-Bundesinnenminister Horst Seehofer die Grenzöffnung für illegale Migranten 2016 nannte, im Nachhinein zu legalisieren. Das neue Gesetz gibt selbst jenen, die bisher keine Initiative gezeigt haben, sich im Arbeitsmarkt zu integrieren, die Chance auf ein dauerhaftes Bleiberecht. Das Radikale an dem neuen Gesetz ist, zum aktuellen Zeitpunkt kann bereits de facto jeder, der vom deutschen Staat geduldet wird, ein Aufenthaltsrecht erlangen, wenn er beruflich qualifiziert ist und einen finanziellen Mehrwert für den deutschen Staat darstellt. Diejenigen, auf die das nicht zutrifft, sollen nun durch das neue Gesetz auch noch befähigt werden, ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht zu erlangen. Diese Politik lehnt die Union im Bund als Oppositionskraft übrigens ab. Zitat: Die neuen Regeln sind so angelegt, dass Tausende ein Bleiberecht erhalten, ohne zu arbeiten. Zitat Ende, befürchtet Bayerns CSU-Innenminister Joachim Herrmann. Der Anteil an Sozialhilfeempfängern mit Flucht-Migrationshintergrund werde steigen. Und Joachim Herrmann sagt weiter, Zitat: Auch dem Fachkräftemangel kann man mit diesem Gesetz überhaupt nicht begegnen, weil es sich bei den langzeitgeduldeten Ausländern in der Regel nicht um qualifizierte Arbeitskräfte handelt. Zitat Ende. Der CSU-Politiker kritisiert, die neue Regelung privilegiere selbst diejenigen, die bislang keinerlei Initiative gezeigt hätten, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren und ihren Lebensunterhalt zu sichern. Der innenpolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, Alexander Throm, CDU, kritisiert, mit der neuen Regelung würde die Bundesregierung Menschen belohnen, Zitat, die nicht verfolgt oder schutzbedürftig sind, ausreisen müssten und sich trotzdem beharrlich weigern. Zitat Ende. Damit schaffe die Ampelkoalition, Zitat, massive Anreize für illegale Migration nach Deutschland. Zitat Ende. Wie steht nun die schwarz-grüne Landesregierung in Hessen zu dem Thema? Der grüne Fraktionsvorsitzende Matthias Wagner verkündete stolz, Zitat, für Hessen haben wir uns in der Koalition verständigt, dass wir jetzt schnellstmöglich eine Vorgriffsregelung umsetzen werden. Zitat Ende. Also im Klartext, die hessische schwarz-grüne Koalition begrüßt nicht nur dieses neue radikale Gesetz der Ampel-Bundesregierung ausdrücklich. Nein, Schwarz-Grün will zudem die Umsetzung noch viel früher haben und prescht vor, wie es die Frankfurter Rundschau zutreffend beschreibt. Ministerpräsident Boris Rhein, CDU, stellt sich ausdrücklich gegen die Bundeslinie seiner Partei und meint, Zitat, es ist totaler Unsinn, solche Leute abzuschieben. Zitat Ende. Unsinn, Herr Ministerpräsident, wirklich. Franz Josef Strauß, konservatives Urgestein der Union, sagte schon 1986, Zitat, wir stehen doch vor der Entscheidung, bleiben wir auf dem Boden trockener, spröder, notfalls langweiliger bürgerlicher Vernunft und ihrer Tugenden, oder steigen wir in das bunt geschmückte Narrenschiff Utopia ein, in dem dann ein Grüner und zwei Rote die Rolle der Faschingskommandanten übernehmen würden. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, gravierend ist die Signalwirkung, dass illegale Einwanderung nicht nur toleriert, sondern staatlicherseits bewusst gefördert wird. Es also einen staatlich ausgewiesenen Schleuserweg von der illegalen Einreise bis zum Aufenthaltsrecht geben soll. Unter dem Strich wird sich diese Art der unkontrollierten Einwanderung als starkes Netto-Minus-Geschäft für die Deutschen erweisen, deren Interessen anscheinend überhaupt nicht mehr Gegenstand der Regierungspolitik sind. Auch kulturell zeigt die bisherige Einwanderungspolitik eine starke Überlastung
der Aufnahmefähigkeit Deutschlands. Und das sagen übrigens auch Migranten, die legal nach Deutschland gekommen sind und sich in Deutschland alles selber hart erarbeiten mussten, sich an Regeln und Gesetze hielten und wirklich zum Wohlstand dieses Landes beitrugen. Auf jedem Schiff, was dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt, sagte einst Guido Westerwelle. Und dieser Kapitän, das sind in Hessen wohl nicht mehr Sie, Herr Ministerpräsident, sondern Ihr grüner erster Offizier, Herr Tarek Al-Wazir. Wir, die hessische AfD, bleiben auf dem Boden der trockenen, spröden, bürgerlichen Vernunft. Und wir fordern Sie auf, Herr Ministerpräsident, kehren Sie um. Beenden Sie die Vergrünung der hessischen CDU. Begeben Sie sich auf einen vernünftigen migrationspolitischen Kurs. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Lambrou. Das Wort hat der Abgeordnete Thomas Hering, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ja, liebe Schülerinnen und Schüler, schon am frühen Morgen Polemik und Polarisierung von Seiten der AfD. Sie arbeitet sich wieder einmal am Thema Migration ab, suchen sich einmal ein anderes Geschäftsmodell. Diesmal nehmen Sie das Chancenaufenthaltsrecht als Vorwand, um gegen Menschen, die Koalition und auch den Ministerpräsidenten regelrecht zu hetzen. Mit Ihren Kraftausdrücken eben gerade und den Worten Massenmigration, Herrschaft des Unrechts, scheint Ihnen nicht an einer sachlichen Auseinandersetzung gelegen zu sein. Wir müssen uns aber sachlich mit dem Ganzen auseinandersetzen und menschlich. Menschlich einmal, weil es immer um Menschen geht und Menschen, aus welchen Gründen auch immer sie ihr Heimatland verlassen. Und wir müssen uns sachlich mit dem Ganzen auseinandersetzen und rechtlich, weil Migration geordnet erfolgen muss und wir bundespolitische Vorgaben ja vernünftig bewerten und möglicherweise in hessisches Recht in unserem Bundesland umsetzen müssen. Dabei mahne ich zur Umsicht, da das Chancenaufenthaltsrecht durchaus den Spurwechsel befördern kann. Schlimmstenfalls ja mit den falschen Botschaften, egal ob Asylanspruch besteht oder nicht. Man kann es ja erst einmal über Asyl versuchen und ins Land kommen, oder man verweigert sich der Ausreise, dann wird es schon irgendwie geregelt werden. Dabei muss der teilweise rechtsaufwendige Weg über unser filigranes Asylsystem den wirklich Schutzsuchenden vorbehalten bleiben. Nun können wir das Migrationspaket der Bundesinnenministerin nicht ignorieren. Eine entsprechende Erlassregelung für Hessen sollte man konstruktiv und bei Bedarf auch kritisch begleiten. Kritik darf aber nicht entarten in Hetze oder Spaltung. Kritik muss den Blick weiten auch auf neue Herausforderungen, auch auf Kleingedrucktes. Und so lässt sich nach Verlassen des blauen AfD-Tunnels ein Steuerungsmechanismus im Gesetz erkennen und damit auch zur Versachlichung beitragen. Es richtet sich dieses Gesetz vorerst an Personen, die bereits mehr als 5 Jahre in Deutschland leben, mit unsicherem Aufenthaltstitel. Wir reden also hier über 136.000 Menschen in unserem Land. Auch richtet es sich an gut integrierte Menschen. Ja, es gibt tatsächlich viele, die sich um deutsche Sprachkenntnisse und einen Arbeitsplatz bemühen. Das sollten wir auch mal zur Kenntnis nehmen. Solchen Integrationswillen begrüße ich ausdrücklich. Die Möglichkeit zu geregelter Erwerbstätigkeit kann dann auch noch für diese Menschen eine Bestätigung sein. Wer dagegen falsche Angaben zu seiner Identität gemacht hat oder auch Straftäter, die sollen ausgenommen sein. Eine wichtige Hürde und ein Signal an die aufnehmende Gesellschaft und an alle, die sich für Integration einsetzen und den Willen dazu haben.
Es gibt auch keinen Automatismus. Die Befristung auf ein Jahr, in dem weitere Voraussetzungen zu erfüllen sind, ist ein guter Ansporn, sich weiterzubilden und zu integrieren. Abschließend ganz, dann hören Sie mir doch mal weiter zu. Abschließend ganz klar mein Appell, hier kein Experimentierfeld aufzumachen. Die Steuerungselemente bedürfen regelmäßiger Überprüfung. Pull-Faktoren oder falsche Anreize müssen wir in diesem Zusammenhang dann ausschalten. Denn was die Stärkung unseres Arbeitsmarktes und die Stabilität unserer Gesellschaft betrifft, brauchen wir gute, ausgebildete, integrationsbereite Menschen, die in Deutschland leben und arbeiten wollen. Zwar sehe ich, dass bereits fast 5 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten, die keine deutschen Staatsbürger sind. Das sind mehr als 10% berufstätige Menschen in unserem Land, die auch zu unserem Wohlstand beitragen. Wir brauchen aber noch mehr. Wirtschaftszweige mit Personalmangel gehen schon jetzt in die Knie. Das ist eine neue, und das müssen Sie zur Kenntnis nehmen, eine neue dramatische Ausgangslage, die auch zur Debatte gehört. Daher kann ich nur hoffen, dass die Menschen, die vom Chancenaufenthaltsrecht profitieren, diese Chance auch nutzen und eine Erwerbstätigkeit finden. Diese Hoffnung übrigens verbinde ich mit der Erwartung, dass die Ampel nach diesem Spurwechsel auch mal die Spur findet und ein geeignetes System für qualifizierte Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt schafft. Ich danke Ihnen. Ja, da gab es einen Spurwechsel. Verstehen Sie? Jetzt wurde eine neue Ausgangslage geschaffen. Vielen Dank, Kollege Gehring. Das Wort hat die Abg. Heike Hoffmann, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Einführung des sogenannten Chancenaufenthaltsrechts, der Gesetzentwurf soll ja jetzt demnächst eingebracht werden, und zwar von der Bundesregierung, ist im positiven Sinne ein echter Perspektivwechsel im Sinne vieler tausender Menschen, die hier schon lange in unserem Land leben und die auch zum größten Teil hier mitten unter uns leben und gut integriert sind, meine Damen und Herren, und die lange auf solche Perspektiven schon gewartet haben. Es geht um Menschen, die hier schon lange leben mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus, die in Ungewissheit leben. Und wissen Sie denn, wie quälend das und wie belastend das für die Betroffenen ist, nicht zu wissen, ja, wir sind hier mitten in Deutschland, wir wollen auch hier leben, wir bringen uns ein hier in der Gesellschaft, wir arbeiten hier, wir haben hier Kinder. Und aber nicht zu wissen, wie es in den nächsten Monaten und Wochen weitergeht. Wissen Sie, wie belastend das für die Menschen ist? Und diese Situation wollen wir beenden, und die werden wir auch beenden. Und dass Sie sich überhaupt nicht mit dem Gesetz auseinandergesetzt haben, sondern Ihnen geht es um pure Propaganda, um Hass und Hetze. Darum geht es Ihnen, zeigt Ihnen, dass es nämlich bei diesem Gesetzentwurf eben nicht, gerade nicht um illegale Einwanderung geht. Und ich sage Ihnen mal eins deutlich. Wenn ich nicht Christin wäre, würde ich Ihnen zurufen, die Sie Hass und Hetze setzen, wünschte ich Ihnen, dass Sie, wenn Sie pflegebedürftig werden, keine Fachkräfte finden, die sich um Sie kümmern. Ich tue es aber nicht, weil ich Christin bin. Es ist ein wohl ausgefeiltes System, ein Regelwerk, das hier vorgestellt wird und jetzt im Bundestag beraten wird, nämlich um Menschen, ich will es noch einmal detailliert nahelegen, die 5 oder mehr Jahre in Deutschland leben und bisher eben über keine Duldung verfügen. Der Lebensunterhalt muss gesichert sein, natürlich die Identität geklärt sein. Und ich sage Ihnen deutlich, dass es hier weit über 10.000 Menschen in unserem Land betrifft, also eine große Anzahl. Die Zeit der quälenden Kettenduldung, ich habe schon dargelegt, die soll endlich für diese Menschen beendet werden. Bürokratie wird damit abgebaut. Und wir wollen, dass diese Menschen, die schon Teil unserer Gesellschaft sind, mit diesem wichtigen Schritt noch weiter in unsere Gesellschaft integriert werden
und ein Teil von uns sind. Das wollen wir ausdrücklich, meine Damen und Herren. Und wir wollen vor allen Dingen auch gut integrierte Jugendliche, junge Menschen, die nach 3 Jahren Aufenthalt in Deutschland und bis zum 27. Lebensjahr hier sind, ein Bleiberecht geben. Die Möglichkeit des sogenannten Chancenaufenthalts soll zunächst auf 2 Jahre befristet sein, also ein austariertes System, wo man schaut, wie weit können die weiteren Schritte gemacht werden. Und nach 6 bzw. statt bis 8 Jahren soll es dann die Möglichkeit eines gesicherten Aufenthalts Erlaubnis geben. Zudem, das will ich hier auch noch einmal herausstellen, besondere Integrationsleistungen von Geduldigen sollen entsprechend besonders gewürdigt werden, indem sie künftig nach 6 statt nach 6 schon nach 4 Jahren beim Zusammenleben mit minderjährigen Kindern ein Bleiberecht bekommen können. Und eins darf man ja nicht vergessen. Dieser Chancen- und Aufenthaltsrechtsgesetzentwurf ist ja gekoppelt mit einem großen Migrationspaket, der auch andere weitere Maßnahmen beinhaltet, nämlich den ganz wichtigen Komplex des Fachkräftemangels. Der Kollege Hering hat es schon angesprochen. Da können Sie rumhöhnen. Das ist ein Faktum. Es fehlen allein 560.000 offene Stellen, haben wir nach dem Institut der deutschen Wirtschaft mit steigender Tendenz. Wir haben einen zunehmenden Fachkräftemangel. Um unseren Wohlstand zu sichern, brauchen wir diese Menschen, und die tragen auch zu unserem Wohlstand bei. Und deshalb wollen wir dem Fachkräftemangel begegnen, auch mit diesem Migrationspaket, das die Bundesregierung jetzt auf den Weg bringen wird, meine Damen und Herren. Und wir besprechen das hier permanent auch hier in dem Hause, dass gerade im Bereich der Pflege, der Gesundheit, von Bildung und Erziehung, der Baubranche, dass da Fachkräfte fehlen, dass die Corona-Pandemie diese Situation noch einmal verschärft hat. Und dem müssen wir uns stellen, und dem werden wir uns stellen, meine Damen und Herren. Zudem soll die Integration von Anfang an für alle Asylbewerberinnen und Bewerber gestärkt werden. Der Zugang, ich möchte einen ganz wichtigen Punkt ansprechen, der von Pro Asyl, aber vielen anderen auch, schon lange vorgetragen wird, nämlich der Zugang zu Integrationskursen und Sprachkursen. Die Vermittlung der deutschen Sprache soll nicht davon abhängen, wie lange hier jemand bleibt. Ganz wichtig ist, und das ist auch unsere grundfeste Überzeugung, ist, der Erwerb der deutschen Sprache, das Erlernen der deutschen Sprache und auch die Wertevermittlung, die hängen doch nicht davon ab, wie klar ist, ob, wie lange jetzt jemand hier bleiben kann, sondern das sind Werte, das sind Kompetenzen, die wir jedem, der hier da ist und der hier auch gerne ist, egal wie lange die Dauer dann tatsächlich ist, die wir vermitteln wollen. Und deshalb ist das ein richtiger, längst überfälliger Schritt, meine Damen und Herren. Liebe Kollegin Hoffmann, muss zum Schluss kommen. Ich sage Ihnen deutlich, das Chancenaufenthaltsrecht ist ein wichtiger Schritt für mehr Menschlichkeit und Sicherheit vieler Menschen in unserem Lande. Und deshalb freuen wir uns auf die Gesetzesberatung im Deutschen Bundestag. Vielen Dank, Kollege Hoffmann. Das Wort hat der Abgeordnete Pürsün, FDP-Fraktion. Janke, bitte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Chancenaufenthaltsrecht der Bundesregierung hat zum Ziel, die Praxis der Kettenduldung zu beenden. Es begünstigt eben nicht, wie von der AfD fälschlicherweise im Titel ihrer Aktuellen Stunde behauptet wird, irreguläre Zuwanderung. Was heißt denn Duldung? Der AfD fehlt der Mut zur Wahrheit. Das ist schon allein durch die Stichtagsregelung nicht möglich. 5 Jahre Aufenthalt zum 01.01.2022. Es werden nur Bestandsfälle erfasst. Straftäter werden vom Chancenaufenthaltsrecht grundlegend ausgeschlossen. Stattdessen, ja, Sie nehmen es aber nicht zur Kenntnis und behaupten das Gegenteil.
ist egal, was Sie reinrufen, was Sie sagen, stimmt nicht. Stattdessen schaffen wir für Betroffene die Möglichkeit, innerhalb eines Jahres die Voraussetzung für ein dauerhaftes Bleiberecht zu erfüllen. Und das geht nicht einfach so. Dafür sind eine Reihe von Bedingungen zu erfüllen. Betroffene müssen zeigen, dass sie selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen können. Ja, das wollen Sie alles nicht zur Kenntnis nehmen, es ist aber so. Wir orientieren uns an den Fakten und nicht an den falschen Dingen, die Sie hier behaupten. Sie müssen auch nachweisen, dass Sie die deutsche Sprache ausreichend beherrschen. Und es muss ein Identitätsnachweis vorliegen. Im Idealfall helfen diese gut integrierten Menschen uns auch, dem akuten Arbeitskräftemangel zu begegnen. Ja, das macht es aber nicht besser. Es ist einfach so. Wir sind hier im Hessischen Landtag, und da gibt es von der CDU andere Aussagen. Es hilft vielleicht auch einmal kurz auf die Zahlen zu schauen. Laut Auskunft der Bundesregierung profitieren 136.000 Menschen bereits in Deutschland, gut integrierte Menschen, vom Chancenaufenthaltsrecht. Oh, es nervt. Also, all diese Menschen. Herr Lambrou, Sie müssen ständig reinrufen, weil es einfach nicht stimmt, was Sie sagen. Es macht es aber nicht besser. All diese Menschen sind mit dem Stichtag vom 1. Januar 2022 bereits seit 5 Jahren geduldet, gestattet oder leben mit einer Aufenthaltserlaubnis in Deutschland. Bei dieser klar begrenzten Zahl von Menschen kann nun weder von einer Masse noch von Migration gesprochen werden. Das sollte auch die AfD irgendwann einmal verstehen. Diese Menschen leben bereits in Deutschland. Sie sind Teil unserer Gesellschaft, und wir wollen ihnen die Chance geben, dass sie das auch dauerhaft bleiben können. Für uns Freie Demokraten ist das Chancenaufenthaltsrecht der Startschuss für einen Paradigmenwechsel. Es ist der wichtige erste Baustein für den Beginn einer neuen Migrationspolitik. Wir möchten ein geregeltes Einwanderungsgesetz, die AfD anscheinend nicht. Und wir möchten eine grundlegende Reformierung der Arbeitsmigration in Deutschland. Nach Jahrzehnten der Abschottung des Arbeitsmarktes ist dies auch dringend notwendig. Es ist daher der richtige Schritt, dass Hessen das Chancenaufenthaltsrecht durch eine Vorgriffsregelung umsetzen will. Auch wir hier in Hessen müssen dafür sorgen, dass bereits gut integrierte Menschen nicht länger durch Kettenduldung im Unklaren bleiben. Zugleich gilt es, Kritikerinnen und Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Wer im Zusammenhang mit dem Chancenaufenthaltsrecht von Massenmigration spricht, der hat, so vermute ich, das Gesetz nicht einmal gelesen. Wir kümmern uns um diejenigen, welche schon seit vielen Jahren straffrei in Deutschland leben, sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen und gerne Teil dieser Gesellschaft sein wollen. Vielleicht ist ja auch gerade das Problem für Sie, dass Sie diese Menschen eigentlich gar nicht in Deutschland haben wollen, weil Sie tun sich da auch ja schwer damit. Doch, so ist es. Und weil das Chancenaufenthaltsrecht nur Teil eines größeren Pakets ist, dürfen wir auch nicht vergessen, wir haben nicht nur einen Fachkräftemangel, wir haben auch einen Arbeitskräftemangel. Ich bin also gespannt zu hören, auf welche Dienstleistungen die AfD für sich und ihre Basis und Unterstützer künftig verzichten möchte. Ist es der Friseur? Sind es Kleidung? Ist es die Gastronomie? Ist es das Dach über dem Kopf? Ist es die Wissenschaft? Ist es die Medizin? Ist es die Pflege? Worauf wollen Sie verzichten? Wie soll es denn funktionieren? Sagen Sie es doch offen. Schauen Sie sich die Realität an, es funktioniert nicht, und darauf haben Sie keine Antwort. Wie soll die Zukunft ohne Migration gemeistert werden? Die AfD hat keine Lösung, Deutschland braucht aber Lösungen. Vielen Dank, Kollege Pürsün. Das Wort hat die Frau Abg. Sönmez, Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Ja, danke, Herr Präsident, meine Damen und Herren.
und im Speziellen die Damen und Herren der AfD. Also, Herr Lambrou, jetzt hat man es Ihnen, glaube ich, viermal erklärt, sachlich, wie die Situation ist und wie sich dieses Gesetz darstellt. Und immer noch rufen Sie rein, das befördert illegale Migration. Also, das ist echt lächerlich, Herr Lambrou. Weil, es ist, wie gesagt, das wurde Ihnen jetzt schon oft gesagt. Ich sage es Ihnen noch einmal, es ist lächerlich, schon aus dem Grund, weil es eben diese Stichtagsregelung gibt. Und es betrifft keinen einzigen Menschen. Für keinen einzigen Menschen, der jetzt noch einreist, ist es von irgendeiner Relevanz, dieses Gesetz. Weil es eben diese Stichtagsregelung hat. Also kommen Sie jetzt endlich mal ab. Man hat es Ihnen jetzt echt oft genug erklärt, dass das einfach nicht stimmt, dass es die Unwahrheit ist, was Sie da sagen. Und genau diese Stichtagsregelung ist eigentlich unsere Kritik. Weil wir nämlich sagen, dass das Gesetz wird jetzt im Herbst in Kraft treten, wenn es gut läuft. Und in dieser Zeit, wenn das Gesetz eben in Kraft getreten ist, werden dann wieder mehr Menschen eben schon über 5 Jahre hier in Deutschland leben. Und für die gibt es leider keine Lösung. Die werden weiterhin in Kettenduldung ausharren müssen. Und deshalb sagen wir, um das eben zu vermeiden, dass weitere Menschen in Kettenduldung hier leben müssen und eben vor Abschiebung sich fürchten müssen, braucht es ein Gesetz eben ohne diese Stichtagsregelung, meine Damen und Herren. Auch an anderer Stelle ist es leider so, dass das Gesetz eben nicht eben jeden mit Chancen beschenkt, will ich mal sagen, weil so ist halt weiterhin die Voraussetzung des gültigen Passes und des Identitätsnachweises. Wir wissen aber aus der Praxis, zum Beispiel die Somalierinnen und Somalier haben große Schwierigkeiten bei der Passbeschaffung und bei der Klärung ihrer Identität. Und das führt eben schon dazu, das hat in der Vergangenheit schon dazu geführt, dass sie eben ihre Identität nicht nachweisen konnten. Und das hat nichts mit illegalem Aufenthalt oder Verschweigen oder Verheimlichen oder falsche Angaben von Identität zu tun, sondern es klappt schlicht und ergreifend einfach nicht aufgrund des Herkunftslandes, dass diese Menschen ihre Identität nachweisen können. Und für diese Menschen stellt das natürlich auch ein Problem dar, dass die Voraussetzung ist, dass sie ihre Identität klären müssen. Und das hat eigentlich die Bundesregierung, die Koalition der Bundesregierung haben das eigentlich auch erkannt und haben ja in dem Koalitionsvertrag auch reingeschrieben, dass da eben eine Versicherung an Eidesstatt vorgesehen ist. Nur umgesetzt wird es jetzt wohl in dem neuen Gesetz nicht. Und das ist eigentlich nicht wirklich gut. Lässt einige Menschen zurück, auf die ich jetzt nicht im Einzelnen in der Kürze der Zeit nachgehen kann, dieses Gesetz. Aber dennoch ist es natürlich ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und das begrüßen wir und freuen uns natürlich auch für die Menschen, die jetzt von diesem Gesetz profitieren können. Nur muss man jetzt, das wurde jetzt auch schon angesprochen, muss man jetzt natürlich gucken, dass eben in Hessen Menschen, die auf ein Chancenaufenthaltsrecht hier einen Anspruch hätten, dass die jetzt nicht quasi vor Verabschiedung im Bundestag noch so kurzerhand abgeschoben werden aus Hessen. Und deshalb braucht es eben die schon benannte Vorgriffsregelung. Herr Wagner, Sie haben das auch in der Pressemitteilung ja angekündigt. Leider wissen wir jetzt aber nicht, ob es bereits einen Erlass dazu gibt und was in diesem Erlass drinstehen soll, das wissen wir auch nicht. Und die Menschen, die davon betroffen sind, die wissen es ebenfalls nicht. Und deshalb wäre es natürlich schön, wenn Sie hier ein bisschen für Klarheit sorgen würden, für Transparenz sorgen würden, im Sinne von uns, vom Rest des Parlaments, aber auch im Sinne der betroffenen Menschen hauptsächlich. Um die geht es ja auch tatsächlich. Und zum Schluss, Herr Lambrou, möchte ich noch einmal sagen, eigentlich müsste dieses Gesetz in Ihrem Sinne sein. Weil es sorgt dafür, dass große Konzerne jetzt wieder auf einige Niedriglöhner Zugriff bekommen werden, die sie dann aber eben problemlos auch wieder loswerden können,
weil eben diese Menschen jetzt innerhalb von einem Jahr dafür sorgen müssen, dass sie ihren Lebensunterhalt selber verdienen, werden sie natürlich ihre Arbeitskraft billig zum Markt tragen. Das ist doch klar. Wie soll das sonst gehen? So, und deshalb, das dürfte eigentlich ganz in Ihrem Interesse sein, weil das eigentlich ein Vorteil ist für Ihr Klientel, für das Sie sich eigentlich einsetzen, Herr Lambrou. Deshalb verstehe ich jetzt gar nicht, warum Sie hier so ein Aufhebens machen. Und zur Wahrheit gehört auch dazu, Herr Hering hat es angesprochen, man muss Pull-Faktoren vermeiden und muss da vorsichtig sein. Und zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu, dass Deutschland immens beteiligt ist an diesen Pull-Faktoren, meine Damen und Herren. Deutschland ist beteiligt daran, die Herkunftsländer dieser Menschen ökonomisch zu vernichten und kaputt zu machen. Und deshalb machen sich diese Menschen auf den gefährlichen Weg hierher. Und dann würde ich Ihnen anraten, dann setzen Sie sich doch mal ein, dass eben setzen Sie sich doch mal gegen das ein, dass sogenannte Entwicklungshilfe im Konzerninteresse eben und Arbeitsplätze. Frau Kollegin Sönmez, Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, ja. Dass eben diese Situation, die Ausbeutung des globalen Südens, endlich einmal beendet wird, dann würden sich die Menschen nämlich auch nicht auf diesen gefährlichen Weg hierher zu uns machen. Und in dieser Situation mit einer angeblichen Masseneinwanderung Angst zu schüren, das ist nicht nur Nonsens, das ist nicht nur die Unwahrheit sagen, sondern das ist ignorant und gefährlich zugleich, meine Damen und Herren der AfD. Vielen Dank, Frau Kollegin Sönmez. Der Abg. Markus Bocklet, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, hat das Wort. Bitte sehr, Herr Markus. Sehr geehrter Präsident, meine sehr verehrten Kollegen! Ich habe überlegt, wie man jetzt adäquat darauf reagiert, was der Kollege Lambrou vorgetragen hat. Und ich glaube, das Einfachste, Frau Kollegin Sönmez, ist vielleicht, wir berichten mal von der Besuchergruppe, die gestern stattgefunden hat. Dort saßen wir bei einer Besuchergruppe eines Integrations- und Sprachkurses mit Frau Heitland und anderen 43 Menschen, 43 Nichtdeutsche, die darum gebeten haben, dass ihre Integration schneller stattfindet, weil sie arbeiten möchten. Da saß auch ein Herr Lambrou. Und dieser Herr Lambrou hatte nicht die Traute zu sagen, Sie, wie Sie hier sitzen, Sie wollen wir hier nicht haben. So klein mit Hut waren Sie. Das ist feige. Und das ist genau das Ihr Problem. Wir sind feige. Sie haben noch damit geprahlt. Sie haben, ja, wir können das gerne weitermachen, Herr Lambrou. Sie sollen ruhig, meine Kollegen. Er oder ich? Nein, ich jetzt. Ja, meine Damen und Herren, in der Aktuellen Stunde wissen wir ja, es ist ein bisschen lebhaft, das ist in Ordnung. Aber ich bitte doch dem Redner eigentlich das Wort zu lassen und nicht mit ständigen Zwischenrufen, mit einer Kette von Zwischenrufen praktisch den Redner zu ersetzen. Und deshalb hat der Redner jetzt das Wort. Sie kriegen sogar noch einen drauf, Herr Lambrou. Sie haben sich sogar noch an diese Gruppe herangewanzt, indem Sie gesagt haben, Sie haben Migrationshintergrund, wenn ich mich richtig erinnere. Ihr Vater ist Grieche. Sie schleimen sich noch ein. Und hier stellen sich, das ist Ihr bürgerliches Gesicht vor dieser Gruppe. Es ist Ihr bürgerliches Gesicht, was Sie gerne zeichnen. Aber hier ist Ihre reale, rechtspopulistische Fratze. Das ist Ihr Problem, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich bitte allseits wieder um etwas Beruhigung. Populistische Fratze ist auch nicht parlamentarisch, Kollege Bocklet. Ja, ist so oder ist nicht so? Wenn es irgendeiner anders sieht, dann muss er es mir sagen. Wenn er mir es hier sagt, wird es gefährlich für den Plenarbereich. Ne? Gut, aber die herzliche Bitte jetzt an alle, dass wir wieder ein bisschen friedlich miteinander umgehen. Kollege Bocklet wird auch seinen Beitrag dazu leisten. Bitte sehr. Die Zahlen, die Fakten wurden vorgetragen. Es handelt sich um eine Gruppe von 136.000 Menschen. Und nur 24,2% dieser geduldeten Menschen im werbsfähigen Alter haben eine Beschäftigungserlaubnis. Und jetzt müssen Sie sich in Ihrem Geschäftsmodell der Hass und Hetze auch mal überlegen, worauf Sie eigentlich prügeln wollen. Sind das die Ausländer, die uns auf der Tasche liegen, oder beschweren sich darüber, dass sie endlich arbeiten gehen können und dazu beitragen, dass diese Gesellschaft zusammenwächst? Da müssen Sie sich schon mal entscheiden. Und Sie wissen ja selbst nicht, woraus. Sie haben hier eine Kampagne gemacht, die Ausländer wandern ins Sozialhilfesystem ein. Jetzt gehen Sie endlich arbeiten. Das passt Ihnen auch nicht ins Konzept. Was wollen Sie eigentlich?
Sie schließen sich dem doch an. Hören Sie doch auf. Man kann nur eins von beiden wollen. Und wir sind der Meinung, dass Menschen, die hier gut integriert sind, die hier 5 Jahre leben, mit der Stichtagsregelung, die genannt worden ist und die auch sicherlich von der AWO, Caritas und vielen anderen Verbänden auch kritisiert wird, auch das nehmen wir zur Kenntnis. Dieses Gesetz schließt eine Lücke, löst noch nicht alle Probleme. Und der Koalitionsvertrag auf Bundesebene sieht ja auch noch weitere Pakete vor, die die Aufenthaltsrechte betreffen. Aber sie löst ein Problem, dass Menschen sinnlos in Gemeinschaftsunterkünften verbringen, ohne eine Integration nachkommen zu können, ohne eine Beschäftigung aufzunehmen. Und das finden wir völlig richtig, dass das nun geklärt ist. Es ist ein Teil des sogenannten Spurwechsels. Wir beginnen es. Ich freue mich, dass auch Herr Pürsün dieses Thema sagt. Wir warten immer noch auf ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Wir warten noch auf viele Gesetze, die viele Probleme für uns zukünftig klären können. Aber klar ist auch, das ist eine humanistische Aufgabe, diesen Menschen hier einen gerechten Aufenthalt zu ermöglichen, eine Teilhabe an dieser Gesellschaft. Und das gelingt über Beschäftigung, über ein selbstständiges Einkommen und damit eine gute Integration. Wir wollen den sozialen Zusammenhalt in dieser Gesellschaft. Und dieses Gesetz ist ein Schritt dorthin. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Kollege Bocklet. Jetzt hat das Wort der Abg. Rolf Kahnt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die AfD-Fraktion legt mit ihrer Aktuellen Stunde einmal mehr ihr abscheuliches Spiel offen. Auf dem Rücken von Geflüchteten geht sie auf Stimmenfang und schürt mit Begriffen wie Massenmigration weiterhin Ängste vor Flüchtenden und Migranten. Die AfD-Fraktion hört nicht damit auf, zu hetzen und unsere Gesellschaft spalten zu wollen. Und vor allen Dingen, sie ist gegen unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dem widersetzen wir uns heute einmal mehr und auch zukünftig zur eigentlichen Sache. Es geht um das Chancenaufenthaltsrecht für in Deutschland lebende Langzeitgeduldete, die bislang von Integrationsansätzen ausgeschlossen sind und endlich Perspektiven erhalten sollen, um von einem prekären Duldungsstatus in einen sicheren Aufenthaltstitel zu wechseln. Aus humanitären und gesellschaftlichen Gründen ist das eine zu begrüßende Maßnahme. Unser gesellschaftlicher Zusammenhalt wird damit gefördert und Ausgrenzungen und fehlende Teilhabe werden verhindert. Nach Angaben der Bundesregierung betreffen diese Neuregelungen rund 136.000 Duldungsinhaber. Weil es der AfD auch an Rechtsverständnis fehlt, ein Hinweis, eine Abschiebung dieser Personen ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich und wird auch in nächster Zukunft in vielen Fällen zu Recht ausgesetzt. Denken wir an dramatische Zustände in Afghanistan oder in die Sicherheitslage im Irak. Binnen einer Jahresfrist räumt man diesen Personen also Zeit ein, erstens Sprachnachweise auf dem Niveau A2 zu erbringen, die sie von Integrationskursen nicht ausschließt, zweitens ihren Lebensunterhalt weitgehend selbst zu sichern. Arbeitsverbote sind nämlich eines der Haupthindernisse für die Integration und drittens ihre Identität nachzuweisen, oft eine sehr hohe Hürde für diese Personen. Die Beantragung eines Chancenaufenthaltsrechts ist mit der Einreichung eines Führungszeugnisses verbunden. Ob mit den geplanten Instrumenten das Phänomen der Kettenduldungen der Vergangenheit angehört, bleibt offen. Eingegangene Stellungnahmen von Wirtschaftsvertretern und Wohlfahrtsverbänden legen Schwachstellen offen. Allerdings besteht zu Beginn des Gesetzgebungsverfahrens auch Zeit für Nachbesserungen. Abschließend, die Neuregelungen im Aufenthaltsgesetz sollen nach 3 Jahren wieder außer Kraft gesetzt werden. Somit kann überhaupt nicht von einer Massenmigration die Rede sein. Im Gegenteil, sie ist eine positive humanitäre Initiative, die auf eine gelingende Integration abzielt. Diese AfD-Fraktion mit ihrer menschenverachtenden Position will das auf keinen Fall. So wie es die Kollegin Kula einmal zutreffend an die Adresse der AfD richtete, das ist einfach nur widerlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt kommt die Landesregierung. Der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth, bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Kollege Lambrou hat sich
der Begrifflichkeiten trockene, spröde, bürgerliche Vernunft bemächtigt. Ich möchte hier noch einmal deutlich machen, die Polemisierung gegenüber Fremden, die zum Ausdruck kommende Verachtung gegenüber Ausländern. Ich habe hier niemanden verachtet. Entschuldigung. Die, wie Herr Bocklet dargestellt hat, die Feigheit. Was heißt hier Feigheit? Nein, ich nehme nur das auf, was der Kollege Bocklet gesagt hat. Habe ich gerade. Wie Herr Bocklet es dargestellt hat, das Thema Feigheit sind, Herr Lambrou, niemals, niemals bürgerlich. Das sind niemals bürgerliche Werte. Und wir lassen auch nicht zu, Herr Kollege Lambrou, dass Sie diesen Begriff für sich und die AfD und für Ihre Truppe kapern. Und schon gar nicht lassen wir zu, dass Sie die Tradition von Franz Josef Strauß hier glauben, fortführen zu können. Das, meine Damen und Herren, lassen wir niemals zu. Bürgerlich, meine Damen und Herren, ist die Achtung der Menschenwürde, das Prinzip der Nächstenliebe, die Achtung von demokratischen und rechtsstaatlichen Regeln, das, was Sie hier treiben, Spaltung der Gesellschaft, Instrumentalisierung von Minderheiten und Flüchtlingen, ist niemals bürgerlich. Deswegen lassen wir Ihnen nicht durchgehen, dass Sie sich dieser Begrifflichkeit bemächtigen, meine Damen und Herren. Das Bundeskabinett hat am 6. Juli entschieden, dem Bundestag einen Gesetzentwurf zur Einführung eines sogenannten Chancenaufenthaltsrechts vorzulegen. Nach zutreffender Bewertung der Bundesregierung handelt es sich insoweit um den Entwurf eines Einspruchsgesetzes, sodass angesichts der politischen Mehrheitsverhältnisse im Bundestag und den gesetzlichen Rechten des Bundesrates mit maßgeblichen Änderungen des Entwurfs des Gesetzgebungsverfahrens nicht mehr zu rechnen ist. Auch deswegen nicht, weil im Vorfeld die fachlichen, wie ich finde, durchaus angebrachten Hinweise auch nicht, leider nicht aufgegriffen worden sind. Natürlich ist es so, dass durch die Regelungen, die dort geschaffen worden sind, bestimmte Nationalitäten, die es ein bisschen schwieriger haben, sozusagen mit ihrer Identität in unserem Verfahren umzugehen, dass natürlich bestimmte Nationalitäten dort bevorzugt sind. Die Gruppe von Straftätern wurden teilweise ausgenommen. Das wäre auch nicht zwingend notwendig gewesen. Ich finde die Frage, wie das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu darzustellen ist, das hätte sozusagen ein bisschen konkreter gefasst werden können. Und die Abwendung von dem generellen Grundsatz, dass das Asyl nicht in einen anderen Aufenthalt umschlagen darf, das ist zumindest nicht völlig unproblematisch. Aber, meine Damen und Herren, Ziel des beabsichtigten Chancenaufenthaltsrechts ist es, ausreisepflichtigen Menschen, die vor dem 1. Januar 2017 eingereist sind, eine aufenthaltsrechtliche Perspektive zu bieten. Herr Minister, der Kollege Lambrou möchte Ihnen eine Zwischenfrage stellen. Lassen Sie die zu? Nein. Gut, lassen wir es. Als Land führen wir Bundesrecht aus. Das machen wir sorgfältig, gewissenhaft und zuverlässig. Dass das Vorhaben der Bundesregierung auch in Hessen Zustimmung findet, ist hier ja gerade auch deutlich erkennbar geworden. Ob das Ziel der Ampel in Berlin mit der Gesetzesänderung erreicht wird und möglichst viele ehemals geduldete Menschen diese Chance auf einen dauerhaften Aufenthalt nutzen werden, wird sich sehr schnell zeigen. Der Fachkräftemangel wird dadurch sicher nicht abschließend gelöst, aber das war wahrscheinlich auch nicht das Ziel dieses Gesetzentwurfs. Dass eine solche Regelung einen Pull-Effekt auslösen könnte, ist nicht völlig von der Hand zu weisen und muss daher genauestens beobachtet werden. Wir müssen nämlich auch dafür Sorge tragen, dass keine falschen Anreize gesetzt werden, die die illegale Migration begünstigen und dass Ausländer, die sich nicht an unsere Rechtsordnung halten, verstärkt zurückgeführt werden. Auch diese Ziele, die die Bundesregierung hier niedergelegt hat, teilt die Hessische Landesregierung ausdrücklich. Wir werden daher die weiteren Vorhaben der neuen Bundesregierung im Migrationsbereich weiterhin konstruktiv, aber wenn nötig auch kritisch begleiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Wir sind am Ende der Aussprache. Der Kollege Lambrou hat sich zu Wort gemeldet nach § 81 zu einer persönlichen Bemerkung. Bitte sehr.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bocklet, ich möchte eine persönliche Erklärung abgeben, denn Sie haben hier auf eine für mich diffamierende Art und Weise aus der Besuchergruppe gestern zitiert. Tatsache, dass Sie das überhaupt für nötig halten, zeigt, wie wenig Sie da in der Sache zu bieten hatten. Zur Besuchergruppe selber. Die AfD ist sehr wohl in der Lage, zwischen den politischen Linien zu unterscheiden und dem einzelnen Menschen. Und wenn ich in einer Besuchergruppe... Herr Kollege, Moment, meine Damen und Herren, Kollege Lambrou, ich weise Sie darauf hin, Sie können in der persönlichen Bemerkung nur Angriffe auf die eigene Person zurückweisen oder eigene Ausführungen berichtigen. Sie können also keine grundsätzlichen politischen Aussagen machen. Sie müssen sich darauf konzentrieren, sonst müsste ich Sie bitten, das zu beenden. Ich kann in einer Besuchergruppe nur auf die Fragen antworten, die gestellt werden. Und wenn ich zu den Menschen freundlich und respektvoll bin, dann ist das mein Charakter. Und das mache ich jedem Menschen gegenüber. Ihr Lachen zeigt, dass Sie uns nicht mal so eine Verhaltensweise zugestehen. Was für eine Dämonisierung. Die Besuchergruppe hat zum Beispiel gefragt, ob es nicht möglich ist, Dokumente auf Englisch zu übersetzen. Und hier habe ich sehr klar, und das war nicht im Sinne der Leute, die da saßen, gesagt, warum ich dafür bin, dass Deutsch Amtssprache ist und das nicht geht. Hätte es Fragen gegeben in die Richtung, die Sie hier eben unterstellt haben, hätte ich selbstverständlich in der Sache genauso klar geantwortet wie heute Morgen in meiner Rede. Aber verwechseln Sie bitte nicht unsere politische Ausrichtung mit fehlendem Respekt und Freundlichkeit vor jedem Menschen. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit ist der Punkt 76 beendet.